Etwas Unfassbares fliegt auf. Herr Andreas Popp klärt auf. Hören wir rein. Da gibt es spannende Straßenumfragen, wo diese protestierenden Menschen befragt wurden, gegen was konkret seid ihr eigentlich? Und könnt ihr uns das mal erklären? Und die allerwenigsten wussten, um was es eigentlich wirklich ging. Das ist der Unterschied. Links ist kollektivistisch stumpf. Die wissen meistens gar nicht, worum es geht. Die sogenannten rechten Spektren, ich rede nicht von Rechtsextremen, sondern die rechten Denker, die Freidenker, die Rechtsintellektuellen von mir aus auch, die haben individuelle Meinungen, die streiten sich auch untereinander, miteinander, während der linke Kollektivismus eben halt einseitig ist. Und das ist so richtig eine pauschale im Prinzip Herüberschiebung der Menschen in eine Masse. Der Individualist soll abgeschafft werden. Das merkt man sehr deutlich. Und was Korrektiv hier gar nicht mal gemacht hat aus meiner Sicht, ist das Ganze aufzubauschen, sondern ich habe das Gefühl, hier ist ein lang gehegter Plan, etwas zu suchen, was man dann nutzen kann, um es dann vermeintlich aufbauschend wirken zu lassen. Nach dem Motto, zufällig haben wir mitbekommen, dass da eine solche Sitzung, wo übrigens mehr CDU-Mitglieder waren als AfD-Mitglieder, an der Stelle sollte das auch nochmal gesagt werden, und ein Verfassungsjurist dabei war. Also nicht irgendetwas, sondern man hat hier offenbar gezielt einen Punkt gesucht, das war wahrscheinlich diese Besprechung, dieses Treffen von Freidenkern, die gesagt haben, wir wollen uns über ein Thema austauschen, mit mehreren Themen sogar, um dann dieses Ding dann quasi richtig generalstabmäßig hochzupushen, um daraus dann diese kollektive, stumpfe Linksstruktur zu stimulieren, die dann auf die Straße gehen gegen rechts. Und wenn man die dann fragt, wogegen sind sie eigentlich, dann wissen sie das natürlich nicht, weil sie haben ja keine Ahnung. Wenn ich immer wieder mal gefragt habe, erklär mir mal ganz konkret, was hat denn der und der gesagt? Worum geht es eigentlich? Ganz konkret, da kommt nichts außer Mundgeruch. Und das ist eben halt das Typische für diesen Linkskollektivismus. So kann man natürlich auch genau diese Manipulation der Menschen steuern. Und je linker man ist, desto einfacher geht es, weil Linke in der Individualität weitgehend enteignet sind, um sie in ein Kollektiv zu überführen. Die Sowjetunion war zum Beispiel ein ganz klar linkes Kollektiv, das haben wir ja gesehen. Da geht es immer um die gemeinsame Sache. Und dann in der DDR hieß es sogar, die Partei hat immer recht. Das sind alles kollektivistische Maßnahmen. Und jeder, der individuell denkt, also mehr zum rechten Spektrum gehört, Freidenker ist, eigenverantwortlich denkt, der steht dann natürlich vor und kann es irgendwie kaum zuordnen, wie Menschen sich so wie eine Hammelherde quasi steuern lassen. Naja, heute haben wir ja schon längst herausbekommen, dass es um einen Kollektivismus geht. Das bedeutet, hier gab es ja einen langen gehegten Plan offenbar. Wir wissen ja, dass vor dieser besagten sogenannten Potsdam-Konferenz, die man übrigens ganz offiziell im Internet nachlesen konnte, auch im Vorfeld, es war keine öffentliche, aber sie war schon längst nicht geheim, um dort schon die Drähte zu ziehen, der Herr Bundeskanzler Scholz sich persönlich mit Korrektivmitarbeitern getroffen hatte, um diese gesamte Sache da zu inszenieren. Schon im Vorfeld, bevor diese ganze Veranstaltung, diese normale Treffensveranstaltung überhaupt stattfand, und zwar ganz offen, aber eben halt nicht öffentlich. Und geheime Konferenzen laufen komplett anders ab und mit Sicherheit nicht so. Naja, und dann eben halt auch dieser Startschuss für den Kollektivismus. Man muss ja einfach wissen, dass die linksfaschistoiden Strukturen, das hatten wir ja schon immer, gewissermaßen das Primat des Kollektivs bedienen. Das bedeutet also, das Kollektiv ist letztendlich das, was in Gang gebracht werden soll. Der Individualist gehört ja eher zum rechten Spektrum, der freidenkende Mensch, während zum linken Spektrum gehören mehr oder weniger gehört ein dumpfer Kollektivismus, der gebaut wird. Die Leute gehen auf die Straße und grölen gegen rechts. Ganz einfach so. Und das ist eben halt auch der Unterschied zwischen links und rechts. Und das haben wir hier so in einer sehr feinen Form hier und auch eine wirkliche wissenschaftliche Analyse würde sich hier abwandeln lassen. Auch, was ist eigentlich Faschismus, was ist Kollektivismus und wie funktioniert das? Und genau diese bilderbuchmäßigen Maßnahmen, die werden hier quasi komplett bedient. Leider ist das Bildungsniveau in Europa so runter, dass es kaum noch einer nachvollziehen kann. Und da muss ich einfach sagen, großes Lob an die freien Medien. Absolut. Und wir kennen ja auch aus der Erfahrung der DDR oder der Sowjetunion, das war damals noch zu einer Zeit, als IT
also die ganze elektronische Informationstechnologie, überhaupt noch nicht so weit entwickelt war. Und da haben sich diese ganzen Systeme des Kollektivismus natürlich ganz lange gehalten. Und das ist der Unterschied gegenüber heute, denn wir sehen ja, dass der individuelle Maßstab, die Individualität ist eine tiefe Sehnsucht des Menschen und Kollektive sind immer nur kurzfristig zu machen. Ich denke da an zum Beispiel China. In China hat man gesagt, es gibt nur noch eine einheitliche Menschenmasse, das ist unter Mao gewesen damals, Mao Zedong, und der hat dann zum Beispiel gesagt, okay, alle in einem Betrieb, ob Fabrikdirektor oder kleinster Arbeiter, haben alle einen grauen Overall an, sodass man nicht mehr unterscheiden konnte, wer ist in welcher Position. Bis man dann festgestellt hatte, man wusste nicht mal, wer ist denn jetzt Chef, wer ist Mitarbeiter, wer ist eigentlich führend, wer ist weisungsgebunden und so weiter. Dann hat man Folgendes gemacht, man hat dann verschiedene Grautöne eingeführt. Das heißt, der Vorarbeiter hatte einen etwas anderen Grauton in seinem Overall als der andere und der Direktor noch einen anderen Grauton. Man hat also lediglich die Feinheiten der Farben nicht mehr so stark unterscheiden lassen zwischen schwarzem Anzugträger und Blaumann beispielsweise, aber unterm Strich gesehen wieder diese Trennung gehabt. Und die Menschen, die sind eben halt auf dem Trip, individuell sein zu wollen. Und wenn man sich anguckt zu DDR-Zeiten, als alle einen grauen Trabi hatten als Auto, dann gab es einige, die hatten dann aus Westdeutschland einen GTX oder Aral-Aufkleber hinten drauf, um sich die Individualität zu geben. Und in diesen kleinen Eigenschaften merkt man eben halt, wie doch dann letztendlich auch die Kollektive schnell zerbrechen können. Das ist eine gute Situation und da haben Apollo und News und wie sie alle heißen, natürlich einen hervorragenden Arbeitsplatz, um das eben halt auch abzuschaffen. Wie du es doch immer wieder auf den Punkt bringst mit deinen Beschreibungen. Ganz genau so ist es. Ja, auf jeden Fall. Der Welt Online liegt jetzt ein 47-seitiges Dokument vor und über diese Causa berichtet jetzt Apollo News. Und dieses Dokument stammt von Korrektivanwalt Thorsten Feldmann und der trifft in diesem Papier unter anderem die brisante Aussage in der Recherche, in der enthüllten Geheimrecherche von Korrektiv, sei nie die Rede davon gewesen, die Teilnehmer des Treffens hätten Pläne geschmiedet, unmittelbar und sofort deutsche Staatsbürger mit deutschem Pass auszuweisen. Und da gibt es ja auch Journalisten bei Korrektiv, die also auch eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben, aber immer beteuert haben, dass das alles stimmt, was sie geschrieben haben. Jetzt aber sagt der Anwalt plötzlich etwas anderes. Und es ist ganz gezielt der Eindruck entstanden, und der sollte wohl von Seiten Korrektivs entstehen, dass eben dieses Portal enthüllt habe, die Teilnehmer des Treffens wollten potenziell alle Deutschen mit Migrationshintergrund abschieben. Und Apollo News schreibt, diese vermeintliche Enthüllung traf auf großes Entsetzen, wurde in den Medien vielfach zitiert. Korrektiv hatte die zahlreichen Medienberichte über die eigene Recherche nicht richtig gestellt, obwohl der Anwalt des Medienhauses genau das jetzt revidiert. Ich freue mich schon auf die Richtigstellung bei Tagesschau und bei heute. Aber selbst wenn es richtig gestellt wird, das interessiert die Menschen ja, die kollektiv abgerichtet sind, eben halt in dieser linken Stumpfheit, interessiert die gar nicht mehr. Weil sie haben es einfach mal gehört, die Medien bringen in Riesenschlagzeilen eine News nach der anderen, nehmen es dann irgendwann wieder ein bisschen dezent zurück auf Seite 4. Selbst wenn sie es groß machen, interessiert es keinen mehr.